Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Afterfall Insanity. Wir sind immer noch, oder wir sind jetzt besser gesagt oben. Ich glaube, wir sind jetzt bei diesem 8-Gebäude, kann das sein? Ja, und jetzt haben wir hier so ein paar Bildschirme und ich vermute einfach mal, das hier sieht mir schon so aufgesetzt aus. Hier, das kann man auch schon lesen. Druck, Sauerstoff, Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Und ihr seht, wenn ich hier langlaufe, vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich sehe da einen platten Himmel. Er ist platt. Dieser Himmel ist platt. Ich habe so das Gefühl, diese ganze Stadt wurde in einen riesigen Bunker gebaut. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn wir das Licht einschalten. Oh my God. Ja. Genau. It's a cave. Genau. A cave. Das. The whole city is a model. A life-size fucking model. Holy shit. Holy shit. I don't have time for... Oh, fuck. Ja. Ja. Das ist echt mal krass, ne? Light Panel Stable, oh, was macht denn das Vieh da? Ja, guckt sich erstmal alles an. Ja, lustig. Er hat das Licht angemacht. Und da geht's weiter. Das erinnert mich ein bisschen an den Film, oh, wie heißt denn der? Die Truman Show. Kennt ihr den Film Truman Show? Die Truman Show? Falls ja, an das erinnert mich das hier gerade. An die Truman Show. Einfach so eine Fake-Welt und keiner weiß davon. Oder besser, ne, im Truman-Film war es ja nur Truman, der nicht davon wusste. Und jetzt habe ich euch gespoilert, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber ihr versteht es eh nicht. Doch, versteht ihr, scheiße, ich habe euch gespoilert, das tut mir leid. Aber falls ihr den Film kennt, ne, das ist genauso wie in der Truman-Show. I don't know what to believe in anymore. I'm afraid of you. I don't know. Ja, ich weiß auch nicht, du. Toll, jetzt ist die Sichel runtergefallen. Die wollte ich gerade aufheben. Hm, gemein. Ah, aber ich habe keine Waffe. Ich kann nicht kämpfen. Ihr könnt nichts von mir erwarten. We don't know what awaits us on the surface. Chances of survival would be low, even if we stayed together. God damn it, Carolina. You brought it on yourself. Lies. Everyone is lying. Everything is a lie. I'm looking straight at the greatest of them all, a fake city. But life in it was real. Death was real. What for? A simulation of a post-apocalyptic urban environment? Looks more like a military testing ground than a sociological experiment. Maybe this is where soldiers were training, preparing for the return to the surface once the colonel decided it's time. Why didn't we know about this project? Why? Questions and lies. I'm so tired. Ja. Das war Kapitel 8. Nur noch 2 Kapitel, wenn ich das richtig sehe. Eieieiei. Krass. Ja, in Wirklichkeit ist es schon Kapitel 23, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Level 9 sind wir jetzt, können wir schon fast sagen. Kapitel 23 in dem Fall. Krass. Durch diese Story-Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe mit allem gerechnet. Wirklich, dass irgendwie Drogen und dass er einfach bekloppt ist und dass er an allem schuld ist und dass er einfach nur durchgeknallt ist und sich das selbst einbildet. Damit hätte ich gerechnet. Aber nicht, dass die ganze Stadt einfach nur fake ist. Na, ich wusste zwar, hinter die Kulissen schauen, lustig, aber sowas hätte ich nicht erwartet. Krass. Wirklich krass. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal in einem Videospiel, dass,
Ja, dass dieses Thema angesprochen wurde, wie von der Truman Show. Und dafür muss ich sagen, für alle, die sagen, dieses Spiel ist repetitiv, ist langweilig, muss ich sagen, nein. Ich persönlich finde das nicht. Das Kampfsystem ist repetitiv, muss ich zugeben. Der Rest, das Schusssystem, das Kampfsystem gehört ja auch dazu, ist alles repetitiv. Aber die Story und diese Stimmung, die hier übermittelt wird, die ist nicht repetitiv. Die ist echt cool gemacht. Und ich finde, dieses Spiel ist richtig, richtig gut. Und ich finde es schade, dass das so schlecht geredet wird. Von den ganzen Magazinen, die das getestet haben, die finden das alles schlecht. Ich verstehe es nicht, warum. Ich habe Spaß mit diesem Spiel. Ich habe sehr viel Spaß. Und ich finde, es ist ein gutes Spiel. Yeah! Da sind wieder meine Freunde, die kranken Psychos. Kranke Psychos. So, das war's mit den kranken Psychos. Und hört's mal auf, ja, die ganze Zeit Musik zu spielen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, die Stelle kenne ich aus der Demo. Doch, ich glaube, die Stelle kenne ich aus der Demo. Ich bin mir fast sicher. Was haben wir denn da drin? Nichts. Die Schwärze verschluckt einfach alles. Er schlägt irgendwie manchmal zweimal, obwohl ich nur einmal drücke. So, einmal gedrückt habe ich. Okay, jetzt schlägt er nur noch einmal. Ein Leck. I'm scared, Doctor. I feel like the whole world is turned against me. Do you know that feeling, Doctor? Ja, jetzt schon. Jetzt kenne ich dieses Gefühl auch. Ja, das war die Demo. Das war die Demo. Ich weiß nicht mehr genau, was kommt, aber ich weiß, es war ziemlich... Oh. Ich weiß doch, was kommt. Ich weiß es sogar ganz genau. Nein! Okay, dass da nochmal ein Gegner kommt, wusste ich jetzt nicht. Wie viel hält der denn aus? Ist ja nicht normal. Oder doch, ich glaube, ich kenne die Stelle, die jetzt kommt. There's a battery here. Should come in handy. Batterie? Oh ja, ich weiß es wieder. Oh nein. Oh nein. Das ist gruselig, was hier kommt. Renn, 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 renn. Shit. This battery doesn't fit. Hört ihr das? Da stehen Maybe sie. I can use these containers to clear my way out of here. Ah, ich kann ihn schon treffen. Einen habe ich getötet. Okay. Bug using. Oh nein. Okay. Was ist denn los? Tja, nix ist hier los, du. Tod ist los. Ich dachte gerade, ich bin gestorben. Ich dachte gerade, das Ding hätte mich erschlagen, ey. Ach, dieses Spiel. Immer wieder zu Scherzen aufgelegt, die Entwickler. Ja, ja. Da ist noch eine Batterie. Will mich keiner aufhalten? Na, dann halt nicht. So, rein. Wow, wow, wow.
Guck mal, wer da angelaufen kommt. La, 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 la. Oh, ich hätte ihn zerquetschen können. Na, wer braucht schon zerquetschen? Ich mach dich so platt. Komm, nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und noch ein. Und boah, wie viel hält der denn aus? Na, jetzt hält er nichts mehr aus. Er ist einfach gestorben. Er ist umgefallen. Und ja, Tatsache, das hier ist das Demo-Level. So, Moment. Munition habe ich gekriegt. Okay, alles klar. Also die Demo war in eine Anfangsmission und diese Mission hier aufgeteilt. Oder ein Teil von der Mission zumindest. Das war die Demo. Deswegen weiß ich auch schon, dass sehr bald ein Boss kommt. Und ich habe keine Lust auf den. Oh, was haben wir hier? Wir können treten. Wozu das auch immer gut sein soll. Ah, ein Aufzug ist doch toll. If I shoot the counterweight lock, it'll go up. But the question is, which one? Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da was passiert, wenn ich den falschen nehme. Ich nehme den mittleren. Oh, okay, es war richtig. Ich glaube auch, es ist egal, welchen man kaputt macht. Ich glaube, die sind alle richtig. Naja. Übelst cool. Übelst cool. Ja. Wir sind wieder draußen an der Oberfläche. Bei Tag übrigens. Bei Tag. Nee, ihm fehlt kein Daumen. Ich wollte gerade schon sagen. Sein Daumen ist weg. Oh Junge, oh Junge. Jetzt wird das Spiel nämlich... Jesus Christ. Never again. Ja, sage ich auch. Jetzt wird das Spiel nämlich übernatürlich. Also alles, was wir bis jetzt hatten, ne, das war, die waren krank. Das war halt eine Krankheit, eine Pest oder sowas. Was jetzt kommt, wird langsam übernatürlich. Das kann man nicht mehr erklären mit solchen Sachen. Aber seht selbst, es wird krank. Es wird einfach nur krank. Und ich glaube, das hier ist jetzt die reale Welt, also keine Fake-Welt mehr. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. It's devastated. But why is the air so fresh? Das ist eine gute Frage, Albert. Vielleicht finden wir das ja noch raus, ne? So damn bright. I can't see a thing. I should stick to the shadows until my eyes adjust to the light. Ja. Oh. I'm not reacting well to the sunlight. So, das meine ich mit übernatürlich. Ich kann die Taschenlampe nicht ausmachen. Diese Geister hier können wir nämlich nicht erklären. Die können wir nicht erklären und wir können denen nur entgehen, indem wir im Schatten bleiben. Deswegen machen wir das einfach mal, bevor uns die Geister umbringen. Die Bombs fell from the sky. So, ich glaube hier... Also, es ist wirklich krank, das Spiel. Es ist schon ein bisschen krank.
Warum hat er das jetzt gemacht? Das war ja irgendwie zu erwarten. Doch. This time. Ich hasse sie, diese Geister hier. Die sind blöd. Also, merkt euch, im Schatten bleiben. Das ist jetzt nämlich auch so ein kleines... It's a miracle that I'm still in one piece. Das stimmt. Das hier ist jetzt... Nuclear summer after all. Tomaszewski is probably turning in his grave. So, was ich eigentlich sagen wollte, das hier ist jetzt so ein kleines Psychospielchen, das die Entwickler mit einem treiben. In der Dunkelheit, wo es gruselig ist, ist man sicher. Und im Licht, wo man eigentlich denkt, oh, da kann mir nichts passieren, da geht die Post ab. Seht ihr, was ich meine? Aber irgendwie können die mich trotzdem noch angreifen. Ich gehe mal dahin, wo wir hin sollen. Und ich sag's euch. Jetzt wird's krank. Ich will nicht. Oh. Da ist noch eine Leiche, die nicht kaputt geht. Und oh, ey. Ist ja gut. Den Bosskampf, der jetzt gleich kommt. Wir schauen einfach mal rein. Und ich habe euch gespoilert. Bosskampf. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Aber wir können es ja mal versuchen. Alles ganz normal. Da liegt nur ein Gebäude. Was zum Geier. Ja, Leute, das ist ein Transformer. Eieiei. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich den besiegen kann. Was wird das denn? Okay, ich glaube, hier bin ich sicher. Wow! Schnell hier hinter. Oh. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn der das über seinem Kopf hat. Nee, keine gute Idee. Da dieses Rote da, das muss ich treffen. Was muss ich denn bei dem treffen? Also, ja. Die 20 Minuten sind erreicht.
Ich hoffe, ich lasse einfach weiterlaufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Im nächsten Part kämpfen wir weiter gegen diesen Boss, den wir gut austricksen können, indem wir einfach nur hier bleiben. Uns passiert nichts. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.